Till Eulenspiegel. Ein kurzweiliges Buch vom Till Eulenspiegel aus dem Lande Braunschweig. Ludwig Thomas, Lausbubengeschichten. Nach dem Abendessen begab man sich in das Rauchzimmer. Aufs Herz, behaupten oft die Damen. Die Struwwelliese von Dr. Julius Lütje. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, Max und Moritz, eine Bubengeschichte in 7 Streichen von Wilhelm Busch. Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen.